Hallihallo und herzlich willkommen bei der allerersten League of Legends Challenge von uns, die wir jetzt gestartet haben. Nils geht mit Caitlyn auf die Botlane, was halt sehr komisch ist, dass wir Heimerdinger jetzt ganz am Ende mitbekommen haben, und aber auch schon Katarina. Weil wir haben zwei Midlaner und so wie es in den Chat geschrieben worden ist, ist Heimerdinger jetzt mit und Katarina muss mich supporten. Ja, momentan bin ich alleine, aber es bringt nichts. Ich will dich jetzt mal ganz kurz mobben, ich erkläre dich gleich noch die Challenge. Wenn ich jetzt Alt und Tab drücke und auf den Desktop gehe, fliege ich auch selbst mal raus, Jana. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich hab's gemacht. Also ich kann meine Musik Gott sei Dank an meiner sexy geilen Tastatur leiser stellen. Deswegen liebe ich meine Tastatur, so ich hab's mir leider gestellt. Und ich denke mal, bei mir habe ich Jinx und so ein Rush-System oder so den Support. Dann bist du auch leiser. Red einfach du ein bisschen lauter, okay? Du musst einfach ein bisschen lauter lehnen. Läden, ja genau. Ein bisschen lauter lehnen. Ich geh mal was. Oh mein Gott, ich hab natürlich. Ja, doch. Hä? Und was? Alter, ich brauch. Ich bin Hilfe. Dann ist Jinx allein unten. Junge, hier ist Twin-Dramen-Ding. Auf jeden Fall mal, ich erkläre euch schon mal die erste Challenge. Wir haben einfach selber meine rausgesucht. Wenn ihr selber Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Kommt jetzt bitte nicht mit so einer Idee, wer die meisten Kills von uns beiden hat, weil das ist wirklich eine dumme Idee. Weil das ist so Notfälle, falls uns keiner einfällt. Schon mal schreibt schon. Weiter. Master Yi mit? LOL, was ist das für eine Aufteilung? Ja, ich kann dir hier unten nichts machen, die zerreißen mich. Ich hab bei mir unten wahrscheinlich nur Jinx. LOL. Hier ist Bruno, schon mal muss hochkommen. Schon mal stirbt, dann okay. Schon mal ist gut, ich beginne jetzt einfach mal mit Russland Kills. Ich lasse jetzt auch übrigens zum ersten Mal hier, falls ich es noch nicht verstanden habe, der muss, also, falls ich es nicht merke, was ich ja so. Musik laufen, die man auch laufen lassen darf, weil ich möchte da kein Problem haben. Und übrigens fand ich da auch recht coole Musik war dabei, womit ich mich klar finden kann. Und ich habe halt da jetzt halt den 20 Minuten, wo ich halt das Lied ausfüllen soll, das ich dabei haben möchte. Wir kriegen schon gut down und die allererste Challenge. Nils, erklär mal, wie wird die? Genau, die allererste Challenge. Das wird so sein. Wir werden das ganz normal spielen, aber die Challenge wird so sein, wer am Ende das meiste Geld hat. Das heißt, wir müssen Geld haben, so gut wie es geht. Ja, das heißt, sprich, meine Taktik werde ich jetzt halt nicht laut sagen. Aber ich schreib's mal rein. Ich weiß ungefähr, welche Taktik du nimmst. Die nimmst nämlich immer. Meistens, was allen killt. Aber ich hab ein kleines Problem, Jinx wird mich daran hindern. Genau, nehme ich mir diesen ab. Ja, am Anfang werde ich mich aber um die Challenge noch nicht so arg kümmern, am Anfang werde ich erstmal darum gucken, dass wir nicht verlieren. Wenn wir verlieren, ist halb so wild, es geht immer nur um die Challenge tatsächlich. Also es geht hier natürlich immer noch um das Gameplay, das wir halt hier jetzt auf Game so. Ist klar. Wir gucken auch natürlich immer zu gewinnen, das heißt nicht, dass wir verlieren oder so. Aber es geht halt hauptsächlich um diese Challenge. Das heißt, auch wenn wir verlieren, heißt es nicht, dass die Challenge jetzt vorbei ist. Dann geht's halt trotzdem, wer das meiste Geld von uns beiden hat. Das Blöde ist, ich bin hier doppelt. Das heißt, er hat natürlich eine viel bessere Chance, mehr was sein geht. Ich hab alleine den Jinx. Und die setzt mir richtig zu mit seiner, mit ihrem hässlichen Blitz. Macht die mir schon schön Damage. Ich kann hier aber nicht zusätzlich mit meiner Q. Weil die immer ausweichen kann. Das ist nicht so schwer. Ja, ich weiß, Challenge macht 1000 Leute, sprich. Hier Endergames Challenge oder so. Oder was weiß ich was, aber ist. Ich fand's einfach cool, eine coole Idee. Nein! Aber ich hab Assistant, Assistant ist auch geil. Auf jeden Fall fand ich halt wirklich eine coole Idee halt mit der Challenge. Und bei LOL kenne ich noch keinen Let's Player, beziehungsweise keinen großen der, also ich kenne generell nicht so aktuell Let's Player. Die Wanda kommt, das wäre auch sehr nett. Dann kenne ich keinen der Challenges wie. Nein! Schon wieder nur ein Assistant, ich hab meine Q daneben gemacht, aber YOLO, Assistants sind auch Geld. Oh mein Gott. Und meine Taktik habe ich euch hier reingeschrieben, die ich auf jeden Fall mal verfolgen werde. Los, Shivana! Der Charakter hier hat keine Anzeige, sprich für. Oh fuck! Er hat keine Mana-Anzeige, das heißt, ich kann nicht drauf, was ich will. Fuck, ich muss hier weg, Ich mein, mir kauft sich wirklich das Item verringert. Plus Schadensverringerung gegen Monster. Das kommt mal, eigentlich nur zu Jungle, aber. Wen ich nicht gesehen hab, ist Unibär. Vielleicht aufkommen. Oh, die K
Kann gut aussehen. Gut, die hat gewartet, die hat gewartet. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt. Auf jeden Fall werde ich auch auf Lebensraum gehen mit meinem Charakter. Das so, denke ich mal ziemlich wichtig. Der ist momentan free to play, deswegen probiere ich die aus. Ich fand Rim schon immer cool, also auch schon davor. Da denke ich mir halt so, jo, dann nutzt halt die Chance, hier auch mal zu spielen, um sie noch besser kennenzulernen. Leute, so lange mache ich das nicht mehr mit. Ja, die wird mich jetzt holen, die wird mich jetzt holen, die wird jetzt nur auf mich gehen, die wird jetzt nur, wenn Shyvana jetzt nicht gleich kommt, ja, ich werde sterben. Nee, ich habe keine Chance. Ja. Ja, dass sie schon schneller kommen sollen. Hütchen werden ja nicht weg, Hütchen, ich sag Hütchen, warum komme ich jetzt auf Hütchen? Weiß ich nicht. Ich sag, ich habe Hütchen auf dem Kopf und jetzt sage ich, Hütchen werden nicht weggenommen, ne? Hütchen werden nicht weggenommen. Nein, nein. Aber wenn du jetzt Death, also wenn du gestorben bist, dann wird das ja nicht abgerechnet. Sprich, ein Death heißt es nicht mehr 1000 Points oder so. Nein, also finde ich jetzt nicht. Aber ich habe halt gerade eben keine Chance mehr, weil Jinx hat einfach viel mehr Mana gehabt wie ich. Wir sind ein Problem bei meinem Charakter. Mach die Top Lane fertig. Ja, ich habe nicht Botlane. Aber ich frag mich, Leute, was ist das für ein Gegnerteam? Was ist das für unser Team? Ist das so zwei? Das habe ich noch nie. Wenn wir so ein richtiges Snoop-Team hatten, weißt du, so drei Top-Laner oder so in einem Game. Wenn ich vorbei, dann seht es auch aus seiner Sicht, also jetzt nicht aus seiner Sicht, aber wie es so mega sieht. Ich muss gerade aufpassen, dass ich den Kill vielleicht noch kriege. Kill ist ja im März. Es ist eher 150, ne? Und Kill 300. Oder wie ist das aufgeteilt? Ich glaube, Kill noch 300 und Assist 150 oder so. Okay, wir haben unser Ult-Team. Der Tower und so mächtig schon mal Schaden gemacht, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Ich könnte so meine Ulti und dann noch mal Ulti und noch mal Schaden zu machen, aber ich denke auch mit so low life kann man das erstmal gewonnen. Nee, Muni wäre es nicht aufgekommen. Naja, so die ganze Zeit nur was. Oder gehe ich halt mal ganz ein bisschen zurück. Ja, ich merke noch mal hier, denn jetzt, ihr seht ihn hier unten läuft da. Schicker Zylinder geht schon ein bisschen auf Attack Damage. Jetzt sehen wir da vorne die Babs. Okay, cool. Das Gute an deiner Helden finde ich einfach jeden 6. Schuss, wenn ich mache, weil macht die einen Headshot oder so, also richtig viel Schaden. Ja, das ist ja wie auch, ne? Jeden dritten Schlag macht die auch oder so. Ja, jeden dritten Schlag macht die 50% mehr Schaden. Ich habe mich gerade nur, wo Jinx hin ist. Zack, wir haben 10 großen. Also, ich habe 26er Loot, du hast 20er Loot, also vom Loot bin ich schon mehr. Und da ich noch 2 Assistant habe, lege ich da auch ein bisschen schon vor dir. Also es geht ja hier hauptsächlich, wie gesagt, um die Challenge. Die möchte ich ja natürlich auch gewinnen. Ich glaube, was habe ich denn jetzt halt hier? LOL, das Schwert ist verbuggt, Leute. Wie geil ist das denn? LOL, die macht mir scheiße viel Schaden. LOL, Leute, schaut euch das mal an. Ich habe hier so einen blauen Rand. Das Schwert hier ist einfach mal verbuggt. LOL, gut, das ist mir noch nie passiert. Ich habe gerade eine Doppelte gemacht, oder? Ja. Oh, dieser Blitz von der haut so rein. Ich weiß gar nicht, wir haben noch keine Bestrafung für den Challenge und ich mag jetzt auch keine Schlemme jetzt herausfinden, weil ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen vorlieg, aber so. Ich weiß nicht, ich wäre für eine Bestrafung, die aber dann auch dauerhaft bleibt. Sprich nicht immer eine andere, sondern einfach dauerhaft die gleiche. Ich muss zurück. Jinx setzt mir unten so viel zu, ich weiß nicht warum, aber die macht eine Attacke, ich habe einfach richtig Lola. Ich wüsste aber nicht welche. Die hat die gerade vorbei gemacht. Das macht mir ein bisschen Damage. Nichts. Ich weiß, dass du mich gerade noch nicht hörst, aber wir sind scheiße, es sind 3 Top jetzt. Da wüsstest du welche? Was denn? Ja, das ist Bestrafung, ja, falls für den Verlierer. Aber dann immer eine Dauerhafte. Am Anfang wissen wir auch keine. Obwohl ich. Wir müssen uns vielleicht doch schon mal einen überlegen. Die Folge kommt übrigens auch entweder für den aktuellen Stand. Entweder morgen oder übermorgen. Ich hoffe, dass. Vielleicht kriege ich es morgen hin. Ich hoffe es. Sagen wir es mal so. Ich kann nichts versprechen, das ist ziemlich schwierig. Ich denke, ich gebe mein Bestes, sagen wir so, das Blöde ist halt, ich muss halt rennen und hochladen. Ich habe recht lange Schule, deswegen ist es ein bisschen blöd. Lange Schule morgen wie ich. Ja, wir sind zwar in einer Klasse, aber ich habe eine längere Schule. Oh fuck. Ja, wähle deinen eigenen Weg, sag ich sicher. Ich hab noch gar kein Lebensraum. Das heißt, da läuft noch gar nicht so viel bei mir. Oh, das ist schon mal ein Gottes. Ich denk so, lol, da kommt jemand hoch, aber ich sehe nur so einen roten Ring, denk einfach. Ah, so. Das hat einfach mein Video schon mal läuft bei dir. Ja, natürlich. Ja, keiner weiß ja, was ein Schamalle ist. Ja, Schamalle, erklär mal den Leuten, was Schamalle ist.
Ich erkläre den Leuten nicht, was ein Schamalle ist. Eine Schamalin. Oder ich weiß ja nicht. Das musst du machen, du hast das Wort erlebt, du musst es haben. Okay, ein Schamalle oder eine Schamalin, je nachdem, was es auch immer darstellen soll, ist eine Frau. Eine ganz normale Frau mit Brüsten und allem, aber diese Frau hat halt auch. Was längliches und ein Brustartiges. Brustartiges, wie du das gesagt hast. Ja, und das sind Schamallen. Und ich merke mir einfach den Namen so, weil die heißt Shivana und ich denke einfach immer an Schamalle. Ich habe das Wort einmal gehört. Du bist ein bisschen pervers. Nein, ich bin nicht pervers. Nein. Nur ein lustiger. Oh fuck. Gleich toter. Mensch. Help. Hat die Boots? Nein, die hat auch noch keine Boots. Und ich hab fast kein Mana. Warte, nicht schwitzen. Sie kriegt mich einfach nicht. Ich bin mit 25 HP entkommen. Leute, wie die will mich jetzt noch holen. Die will mich jetzt noch holen, die gibt nicht auf. Jo, die holt mich auch noch. Ich hab Angst, ich mach keinen Rückruf. Und ich hab sie noch bekommen. Weil sie auf den Tower drauf gerannt ist. Wie schaut's bei dir unten aus? Okay, Ash hat schon Schaden, die hat schon zwei Items. Dings. Das, glaub ich. Magic. Ja, aber das Problem ist, ich hab kein Mana. Wie viele Mana-Probleme? Dann geh mal kurz weg. Ja, ich will zu verschieben helfen, das ist schon gegen. Und ich krieg auf die Fresse. Er hat Fresse gesagt. Nein, Spaß. Warte, die wird auch noch mich holen. Wofür ich mich jetzt halt in dieser Challenge bedanken will, ist einfach so, Leute, ihr habt es ja in der letzten Zeit mitbekommen. Wir haben so gedacht, yo, wir machen uns hier schon ziemlich viel Arbeit für diesen Kanal, ist ja auch nicht gerade einfach, weil man denkt, ja cool, drehst halt jetzt ein Video und dann lädst du es hoch. Aber hier ist es so, ja, es ist halt nicht so einfach, wenn ihr mal überlegt, so ein Video geht hier so, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Aber das dauert definitiv länger als eine halbe Stunde, das Video zu rennen und hochzuladen. Das dauert mehr als die doppelte Zeit, bis es komplett oben ist. Deswegen geben wir es dann natürlich auf jeden Fall nur und so. Und ja, wir werden. Ja, auf demnächst. Ich denke mal, ja, keine Ahnung. Irgendwann kommen ja auch noch andere Let's Plays dazu. Warcraft ist ja noch lange nicht zu Ende. Aber ich meine, irgendwann kommt dann was anderes dazu. Ist klar. Aber wir können halt nicht alles auf einmal Let's Playen. Und was ich jetzt sagen wollte, wir haben ja in der letzten Zeit uns ja wirklich so ein bisschen gedacht, jo, wir können vielleicht mehr Tags hinzufügen, damit unsere Videos einfacher gefunden werden. Viel mehr in die Beschreibung reinschreiben. Ein bisschen mehr Leidenschaft da reinzustecken und so. Jetzt haben wir uns alles aus dem Rest genommen. Dann so alles gemacht und ja, es hat anscheinend was geholfen. Wir haben wirklich übertrieben nette Kommentare gemacht. Also es ist schon, oh mein Gott, die haben einfach so verbackte Schwerter. Wenn du die Ulti machst, hast du einfach so ein verbackte Schwert bei mir. Das ist einfach so eine blaue Fläche. Ich will aber jetzt nicht leffen und neu joinen. Bei mir gibt's einen Buff, der heißt Fang mich, wenn du kannst. Jinx rockt mal wieder für Chaos. Unerträglich. Ja, das denke ich mir auch gerade. Also wirklich, ich hab Probleme mit Jinx, ich mach gegen ihn kein Damage, aber sie gegen mich übel. Jetzt? Und jetzt hört ihr die dramatische Musik, diese Lied habe ich ewig gesucht. Das ist einfach wegen mir, jetzt hab ich's gefunden. Und das ist einfach Tore, läuft bei dir. Ich weiß nicht, ob ich Schwert für Bugs zu leid, aber ich kann auch nichts gerade. Yo, genau, den 162er XP, der hat nicht so viel Geld. Leute. Wieso setzt ihr mich so arg zu? Leute, das ist nicht euer Ernst. Naja, ich kann. Und ich will mich einfach bedanken bei. Ich weiß gerade gar nicht mehr seinen Namen. Weißt du seinen Namen noch? Also, es waren ja viel, viel mehrere. Es war ja auch eine weibliche Person, soweit ich das weiß. Ich weiß gerade gar nicht, war sie weiblich? Hast du überhaupt schon die Kommentare gelesen? Jein. Jein, auf jeden Fall, ich hab's schon gelesen. Hab darauf auch Antworten gegeben, so ist ja klar. Mr. Stanley Talking. Oh, Schamalle, was machst du? Und auf jeden Fall möchte ich mich bei ihm bedanken. Einer hat uns sogar angeboten, irgendwie Werbung bei sich zu machen. Oder bei Gewinnspiel. Blatt TV. Ja, Blatt oder nee. Gibt's Auswahl? Ich muss gerade gar nicht, wenn ich es ausspreche. Auf jeden Fall mal Dankeschön für dieses sehr, sehr nette Kommentar. Als erstes habe ich sogar noch die Uhr zu der Spam oder so eingerichtet. Aber es ist wirklich sehr, sehr nett, dass wir bei dir, keine Ahnung, sozusagen, dass uns erlaubt, Werbung mitzumachen oder auch beim Gewinnspiel mitzumachen. Wir werden, da stecken wir keine Ahnung. Ja, weißt du nicht. Mal gucken. Was sich so alles ergibt. Auf jeden Fall Dankeschön für diese richtig brutal geilen Kommentare von euch.
Zudem glaube ich, dass ich die erste Challenge gewinne und jetzt die erste Bestrafung schon kriege, die wir uns heute jetzt einfallen. Wir können auch noch Bestrafung einfallen. Die erste wird jetzt halt dann vielleicht noch geändert oder so. Wir können auf jeden Fall noch Bestrafung dazu sagen, die euch einfallen. Falls sie jetzt zum Beispiel sagt, hier auffällt euch doch. Nein! Dann machen wir das. Musst du Trammel? Sollte ein Trammel töten. Und der kriegt den Kill. Den Trammel ist da. Leute, was geht jetzt hin? Ist sie stark? Jetzt. Dings ist stark. Dings ist stark. Ja, die hat schon auf mich geschossen. Oh Gott, der hat sein Ulti gemacht. Jetzt brauche ich mal Hilfe gegen Jinx, Leute. Ja, und das war einfach mega das geile Kommentar. Auch von anderen, von denen ich gerade die Namen, ich weiß nicht, ich würde es gerne auf den Desktop gehen. Also ich kann mir leider die Namen gerade nicht komplett merken. Aber ich weiß, dass es nochmal 3 neue Abonnenten gab. Also die jetzt in den letzten paar Tagen dazugekommen sind. Und ich meine, es hört sich zum Anfang wenig an 3 Abonnenten, aber wenn ihr mal überlegt, so, du hast deinen Kanal seit 2 Monaten, hast 9 Abonnenten. Und das sind diese 2 Monate. Und dann auf einmal kriegst du innerhalb von 3 Tagen dann nochmal 3 Stück. Dann sind ja diese 9, die du davor hattest, ja gar nichts in der Zeit. Wenn du das mal jeden Tag dir vorstellst, du kriegst alle 3, oder hab ich gerade jeden Tag gesagt? Du kriegst alle 3 Tage oder so. Oder alle, jeden Tag 3 Abonnenten. Stell euch das mal vor. Nils? Mhm. Ich weiß ja, dass dir die Challenge nicht so gefällt. Es gibt ja so, ich kenne ja schon so Challenge. Du weißt ja vielleicht, du kennst ja Bloody Kraft. Ja, kenn ich. Ja, yeah, und ich hab da auch mal letztens so. Ja, ich guck's eigentlich auch nicht so. Weil ich hab da einfach nur durch Zufall bin ich mal so auf der Folge, beide kriegen Bestrafung. Und dann dachte ich, okay, beide kriegen Bestrafung, was denn für eine? Und die machen das bei sich so, dass die, und ich hab mich dann einfach bei Red. Krieg auch noch Red und noch den Kill. Und Jinx ist da, vor der hab ich Angst. Ich hab ziemlich stark. Ja, zudem, dass ich nicht voll live hab. Warte kurz, ich guck mal, ob ich kommen kann. Bleib mal hier, Junge. Junge! Ich hab kaputt im Kopf, ich will dir helfen. Down ab. Ja, dann komm doch her. Oh mein Gott, jetzt voll leid. Ja, sag ich doch. Tschüss, ich fahr's ab. Sag diesmal aber nicht, nächstes Mal rette ich dir nicht dein Leben. Ja, Mann, komm noch dazu, jetzt kommt er. Sterbe. Ey, ich hab's überlebt. Nee, lol! Die Ulti. GG. Mein Legendär ist beendet. Die, mach ihn fertig. Mach deine Q, geh deine Q. Was hab ich genau? Ey Junge, diese Bazookas, die machen mir so viel Damage. Top Lane auf meiner Lane. Kann man jetzt erstmal gut Geld abhaben. Nee, es ist halt so. Wir werden natürlich, also die haben ja das gemacht mit Ohrfeigen, soweit ich das noch weiß. Dass wenn man halt so stirbt, dann kriegt man halt eine Ohrfeige von den anderen. Dann haben die sich dann auf den Stuhl gesetzt im Live und haben den anderen dann eine Ohrfeige gegeben. Ich weiß nur nicht, was wir da machen. Mir fällt gerade spontan die Zeit gerade. Nicht viel ein. Muss ich echt gestehen. Okay. Zumindest mal nichts, wo. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen wollen. Willst du zum Beispiel, dass du gesehen bist, wie ich dir eine Ohrfeige gebe? Das ist ja dann eine andere Sache, als ob du sagst, wir machen irgendwas anderes in einem Game. Man könnte ja machen, wir machen immer eine Arme Check, aber das wäre ja zu übertrieben. Weil wir ja jeden zweiten Tag ja den Läufer hochladen. Kata, okay. Das wäre ja einfach übertrieben. Ach du Scheiße. Okay, die macht den Pentakill. Nein, die ist gestorben. Mit Kata hab ich auch schon mal einen Pentakill gemacht. Wie du auslässt. Kata hab ich auch schon einen Pentakill geschafft. Das ist mit der nicht mal so schwer Ulti. Wenn du die ziemlich hoch hast, weil du 5 Fähigkeitsstärke hast, Und dann nochmal die Ulti kannst du ja dann. Ja, dann kommt der instant wieder die Ulti und dann bist du eigentlich praktisch. Kannst du schnell mal so ein Pentakill machen, weil die greift ja 3 Leute auf einmal an. Wie viele Kids hat die? 6? Ich hab die meisten. Nee, Heimweniger die meisten. Aber das ja nur zwischen den 2 geht, wer die meisten Kills hat. Ich hab allerdings Geld. Ich hab die meisten Geld. Kills hätte ich auch die meisten. Ich hab mehr Loot als du. Oh, vor Jinx hab ich trotzdem noch so Angst.
Ich weiß nicht, was die macht. Die hat irgendwie total viel Geld, obwohl sie mich nur einmal getötet hat. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Oh, da war gerade Wulibär im Gebüsch. Ich habe ihn gerade gesehen. Der läuft jetzt, der läuft Midlane, der läuft Midlane. Und Tinks macht auch Hammerdinger über viel Damage. Oder hat sie noch gerade stark? Nein. Nein. Der ist auch richtig schwach. Nein! Sein Ulti, aber da habe ich trotzdem keine Angst vor ihm. Nein! Und ich bin nicht Stealerin. Und Cutter. Lol, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Sorry, Cutter, aber mit mir ist vorbei. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich habe kein Leben mehr. Ja, auf jeden Fall, schreibt mal ne in die Kommentare, das wäre ganz wichtig. Einfach mal, auch wenn ihr gerade so denkt, Challenges. Ja, in die Kommentare schreiben, ja, keine Ahnung. Ja, Challenges ist auf jeden Fall immer. Ja, aber noch wichtiger ist jetzt auch erstmal eine Bestrafung. Weil es bringt mal keinen Sinn, eine Challenge und Bestrafung natürlich. Ich möchte auch das Handy sein, ich möchte nur meinen sehen. Geschenke habe ich mir auch schon überlegt, aber das ist sinnlos, weil das ist einfach viel zu teuer für uns. Ich meine, kann mir nicht jeder ein Geschenk schenken, müssen, geben wir Geld aus. Ist ja vergegenseitig. Was wir auch schon mal gemacht haben, ist uns dieses Geschenkeboxen gegenseitig geschenkt. Ja, meinte, hab ich ja gerade gesagt, Geschenke. Ja, und da haben wir eigentlich ganz gute Skins rausbekommen. Ich hab einen für 8.000. Ja, das kostet 490. Stell dir vor, du musst jeden, stell dir vor, du verlierst 3 Tage hintereinander. Dann gibst du innerhalb von einer Woche, dann gibst du innerhalb von einer Woche jede Woche 10 Euro. Stell dir vor. Das ist dann schon auf längerer Zeit, nur die auch. Das ist halt teuer. Zu nehmen, dass du hier aufturnierst. Ja. Von welchen Challenges? Manche Challenges kann ich gar nicht zum Beispiel. Beispiel Geld. Ich habe noch kein Match gehabt, wo Flo weniger Geld hatte wie ich. Kann mich nicht dran erinnern. Ja, absolut. Du brauchst mehr Loot. Ich hab den Comment, ich kann es ja jetzt reinschreiben, weil ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich habe schon gute Geld vor Anzeige. Also ich lieg da schon ein bisschen weit vorne. Ja. Ich habe gesagt, Leute, ich gehe auf Kills auf jeden Fall ein bisschen. Aber als erstes dachte ich so, ja, vielleicht kriege ich aber noch 5 Kills oder so, nur 10. Dann denke ich mir dann so, jo. Aber deswegen auch auf viele Vasallen-Kills, deswegen bin ich auch die ganze Jungle. Ich habe auch die meisten Vasallen-Kills nach Jinx. Deswegen hat Jinx so viel Geld. Jo, Wulibär ist irgendwie nicht stark. Irgendwie stark? Irgendwie nicht stark. Weiß nicht so ganz. Oder macht Schrecken. Ja, wieso nicht? Oh fuck, da war gerade wieder. Ich weiß. Der will mir nur Dragon Steam, weil er noch eine Chance auf Geld haben will. Ja, ich weiß doch. Ich kriege aber auch Geld, ich kenne nur diese Zusatz. So ist es zu schön. Machen wir Baron? Okay. Ja, können wir machen. Also jetzt ohne das Team macht keinen Sinn. Noch zu zwei schaffen wir das auch, glaube ich. Ah, ich hab schon wieder ein Assistent. Ja, aber da brauch ich aber noch kann ich mal kurz zurückgehen. Ich hab hier ein bisschen Geld. Jo, was gehen wir den Vasallen ab? Die sind einfach mal so übel schnell. Soll ich mal gegen Jinx probieren? Kannst du mal machen. Kann ich wahrscheinlich unten schnell den Tower pushen. Jinx kommt nicht hier, entweder hat die Angst vor mir oder ich hoffe es nicht. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall nicht kommt. Das ist schon mal Tatsache. Keine Ahnung, wie sie kommt. Will ich jetzt ein Intel kommen oder will ich nur schnell Items kaufen, um besser zu werden? Keine Ahnung.
Also, auf jeden Fall mal jede Folge, ich probiere es auch jede Folge zu erwähnen, zumal ich es nicht vergesse, in die Kommentare reinschreiben, was für Challenges wir machen könnten. Und die sind ein bisschen zu zweit, das ist auch ein bisschen unfair, aber... auf jeden Fall mal immer Challenges reinschreiben. Bitte, fällt jetzt. Genau. Ich war kurz weg, weil meine Mutter kurz reingekommen ist und ich habe einfach mal Jinx beim Jungle erwischt. Weiß nicht ganz genau, wo die jetzt hin ist. Cutter! Und die ist da hin. Locker mach ich die fertig, aber mein Schwert sieht irgendwie immer so verbuggt aus. Ja, kann ich nicht zeigen. Ne, auf jeden Fall, ist ja auch eigentlich egal. Immer in die Kommentare schreiben. Immer, das ist ganz wichtig, weil irgendwann mal ist es halt so, irgendwann gehen uns halt die Challenges aus der Tür schon. Du bist ein kleiner. Einige machen. Deswegen, ja. Auf jeden Fall mal Challenges sagen, welche wir machen können. Vielleicht ein bisschen schlauer, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie, nehmt beide ADC. Also lasst euch einfach mal eurer Fantasie freien Lauf aus den Challenges, der ist auch nicht schwach, ne? Spaß, hab ich gerade eben schon gemerkt. Die machen wir auch beide fertig. Auf Verwogen hab ich irgendwie Angst. Zack, jetzt also. Ich muss hier rauslaufen. 82 Magierresistenz. Ja, hä? Scheiße, wir müssen heim bei den Elf. Schmale kommt dazu. Shyvana, sorry. Nicht in Power! War das heiß. Bring mir live, ich brauche was Hellen, heißt's. Ich auch. Jungle, was soll ich zum Gehen? Chippy the Blue. Scheiße. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach rein. Da steht jetzt einfach der Tower, dann können wir die vernichten. Aber die Vasallen, die machen es auch schon aus, ne? Ist ja schon klar. Nein! Was ist los? Ich hab neben am Tower Ash Jinx angegriffen und hab sie richtig lau gekriegt, aber der Tower hat dann auf mich geschossen, hab ich meine Ulti aktiviert und dann noch ein zweites Mal hab auf sie geschossen, aber durch den Tower habe ich verloren, weil der Tower noch gegen mich war. Die hat noch locker nicht mal mehr 100 HP gehabt und jetzt haben sie aufgegeben. Die Folge ist vorbei, Nils hat, glaube ich, die Challenge verloren. Wie soll ich denn das am Ende noch zeigen? Ja, nee. Ja, ich kann es schon sagen. Okay, Nils, sag ich kann ja weiter, also warte kurz, bei mir lädt's kurz, ja, ich bin da ab. Ich bin da 22 jetzt. Ja, ich hab verloren, ich hab 8,4000, Floor 12.800, das war von Anfang an schon abzusehen. Ich bin nicht gerade derjenige, der viel auf hier, Geld legt. Ich hab nie wirklich viel Geld. Ja gut, ich find's schon richtig lustig, dass du die erste Challenge verloren hast. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare weitere Challenge und schreibt doch auf jeden Fall in die Kommentare, was für Bestrafung wir machen können. Und die besten Bestrafungen, die ihr dann habt, die nehmen wir dann einfach zumindest mal die beste, die für uns am besten ist. Ich kann auch mal ganz überlegen, was für eine Bestrafung könnte man machen? Ich hab jetzt auch gerade keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, aber mir fällt leider keiner ein. Schreibt einfach in die Kommentare, im Notfall schreibe ich euch auch nochmal irgendwie über die Kommentare an oder so, falls mir irgendwas einfällt. Daraufhin könnt ihr dann einfach das Kommentar liken oder das liken, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Genauso gebt auch mal diesem Video eine positive Bewertung, wenn euch das gefällt, wie wir das so mit den Challenges machen. Ich weiß, es steht halt noch keine Bestrafung da, aber vielleicht wird es dann noch wieder cooler. Die Bestrafung wird dann einfach im Video sozusagen darauf hinkommen. Also nicht im Video darauf, sondern es wird dann einfach danach, bevor das nächste
ganz bevor die nächste Challenge kommt, hochgeladen sein. Und bis dahin überlegen wir uns eine. Und das machen wir auch jetzt, denke ich, gleich mal nach dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Abo da, darüber würden wir uns sehr, sehr gerne freuen. Und Nils hat das letzte Wort. Und ich sag schon mal von meiner Seite tschüss. Ja, ich hoffe auch, dass euch die Challenge gefallen. Wenn euch das gefallen, lasst mal ein Like da. Und natürlich wäre cool, wenn natürlich auch noch so ein Abo, damit wir wissen, dass wir auch gute Videos und so machen. Mich freut es jetzt momentan sehr, damit viele jetzt neu, also das heißt viele, dass jetzt ein paar neu dazugekommen sind. Und das war's auch von meiner Seite. Gut, tschüss. Tschüss.